Herzlich willkommen, liebe Wetten, das Gemeinde, am heutigen Freitagabend vorm Frühjahrsmeeting in Baden-Baden. Alles etwas anders. Wir alle sitzen zu Hause, wo wir sonst heute Abend im Rizzi oder im Casino gewesen wären. Wir blicken zurück auf zwei spannende Renntage in Hannover und Dresden. Und in Hannover haben wir gestern eine klasse Stute gesehen. Guido, du hast es wieder vorher gewusst. Erklär mir, wie du die Diana-Siegerin aus dem Stall Greve raussuchst. Ja, also ich glaube, da haben wir ein gutes Pferd gesehen. Da musste man im Schlussbogen kurz schlitzen. Da musste der Andrasch nämlich schon schieben. Dafür konnte er Mitte der Gerade dann winken zum Publikum. Ja. Und ich glaube, der Besitzer, der Herr Hane, der hat zwei heiße Eisen im Feuer für die Diana. Der wird noch ein paar schlaflose Nächte haben bis dahin. Da gibt es mir sicher recht, Lars. Ja. Aber ja, mal was ganz anderes. Wo waren denn eure beiden Tipps eigentlich? Also ich möchte dann lieber über Stefan Hane und seine Angebote von internationalen Agenten reden. Denn mein Tipp von Jasmin Almenreder, Halima, tja, das Pferd sucht noch etwas den Sieg, war Dritte. Naja, da habe ich mich wohl ein wenig verguckt. Beim ersten Start nach langer Pause zwar, aber kostet 20 Euro in dieses wunderbare Sparschwein. Tja. Da kann ich mich gleich anschließen. Die liebe Jasmin war auch für mich etwas zu teuer. Ich habe das schon beschriftet hier. Naida, 20 Euro gehen hier in dieses kleine Schweinerl. Und so, drin ist er. Ich glaube, die Jasmin war selbst etwas traurig. Vorm Rennen war sie im Interview bei Thorsten Kassel und war so optimistisch wie selten, indem sie sagt, alles andere als ein Sieg wäre ja hier jetzt echt eine Enttäuschung. Und ich denke, da muss es irgendwelche Gründe geben. Die Stute hat die Form aus der Diana nicht zur Hand. Ja, wir werden sie weiter beobachten. Und das Pferdchen kann ja die Klasse nicht verlieren. Da muss irgendwas anderes sein. Hat die Klasse ja gezeigt. So, heute zu Dresden, Jungs. Da würde ich natürlich gerne, ja genau, gute Handbewegung, Lars Wilhelm, die hätte ich von Guido auch gerne. Denn da möchten wir doch auch was hören. Wer fängt an? Lars Wilhelm, fang du an, komm. Bei dir ist nicht so teuer. Ja gut, mein Tipp war nicht schlecht. Ich war im Endkampf. Ich habe ein relativ krummes Pferd vor dem Start angesagt. Nachher kam noch viel Geld, wahrscheinlich, weil die Leute uns mittlerweile doch zuhören. Und das Gestüt Karlshof hat hier keine schlechte Performance abgeliefert. Vielleicht hat der Stefan Richter sein eigenes Pferd hier auch unterstützt. Es ist nämlich ein top gezogenes Pferd von Fahr aus einer Schammerdalmutter. Und ja, Landbaron, der braucht wohl sehr weiche Bahn, um seine Form abzurufen. Der war kochend heiß und Karlshof war hier Zweiter. Aber trotzdem, auch der zweite Platz kostet 20 Euro. Und ich schäme mich nicht für den Tipp. Ich hätte ja sonst für Guido bezahlen müssen, weil er mir den Tipp geklaut hat. Und ja, Guido, was ist mit dem Derby-Pferd von Andreas Wöhler los? Und was war gestern mit dem Diana-Pferd von Andreas Wöhler los? Russian Shuffle, die heute sogar in der Pressemitteilung des Hamburger Rennclubs als Derby-Starterin geführt wird. Ja, also erstmal vielen Dank nochmal, Lars, dass ich auf 50 erhöht habe, nachdem du gesagt hast, das geht mit Weile. Ja, also mit Weile ging es, aber leider hat das Schirrenpferd fast mit Weile gewonnen. Also ich habe da ein Pferd gesehen, wo man sicherlich die Derby-Hoffnung wahrscheinlich begraben kann. Da wirst du mir recht geben. Ich glaube, dass das alles ein bisschen zu früh kommt für das Pferd. Vorne das Schirmenpferd hat auf einmal, es war ein langsames Rennen, hat auf einmal aufs Gas gedrückt. Der Lucas Delosier, eingangs der Geraden, hat einen Satz gemacht und da war der im luftleeren Raum, der Legal Rights, und der konnte einfach das Tempo dann auf einmal nicht mehr gehen. Ja? Und deswegen ist er halt Zweiter geworden. Ja? Ein 12-10er ist natürlich ganz schön schwer, den mal auf den zweiten Platz zu kriegen. Ja? Aber ja, die haben es geschafft. Ja? Also ich. Also, in dem Fall. In den Obelix. Sehr gut. Also, okay. Der wird immer schwerer. Ich hatte zwar schwerer. Bei mir waren dann nicht immerhin 6 Pferde am Start, sondern nur 12 in dem Rennen. Da habe ich es natürlich deutlich leichter, einen Sieger anzusagen, der mit einer höheren Quote dann auch gewonnen hat, nämlich Never in Doubt, oder wie ein Rennbahn-Reporter zu meiner Freude, nein, seit Jahren sagt Never in Doubt, also Never in Doubt heißt Never in Doubt und hat No Doubt gewonnen, deshalb gehen die 20 Euro nicht hier in das Schweinchen. Und ja, vielen Dank, dass ihr die Quote wieder runtergewettet habt. Mal schauen, was morgen reinkommt. Ich hoffe nichts. Gehen wir über zu Baden-Baden. Oh. Ja. Gut, wir haben morgen 2 Grupperennen in Baden-Baden, ein Gruppe 2, ein Gruppe 3 Rennen. Von der Chronologie her starten wir, so also ein Zettel hier sortieren,
mit dem Gruppe 3 Rennen, das ist das fünfte Rennen, das ist die silberne Peitsche. Lars Wilhelm, wer glaubst du ist ein Sprinterkönig in Deutschland oder ein kommender? Mal schauen. Also das Rennen ist komplex für den Wetter. Wir haben ja in Hannover die Vorbereitung für dieses Rennen gesehen. Guido Schmidt hat ja einen Starter morgen in diesem Rennen, den guten Big Boots, die Nummer 1, der ja in Hannover vorne ging und dem möglicherweise die 1200 Meter besser liegen als die 1300 Meter. Wir haben dort ein Rennen gesehen, in dem am Ende Majestic Cold in Hannover gewonnen hat, vor dem von Mirek Rulep trainierten Tosen Schauner mit der 13 morgen mit Andras Starke, dem Mann, der in den Black-Type-Rennen momentan in Überform reitet. Und auch Namos, der Top-Sprinter, der in Baden-Baden schon Grupperennen gewonnen hat, ist in diesem Rennen. Es ist sehr schwierig. Ich habe mir das Rennen in Hannover noch 2-3 Mal angeguckt vorhin. Ich denke, es wird zwischen diesen 4 Pferden entschieden. Big Boots, Majestic Cold, Namos und Tosen Schauner. Vom Gefühl her ist Guidos Pferd ein Tuck unter den anderen. Ich glaube, Namos hat das schlechteste Rennen in Hannover gehabt. Ich glaube, dass der Dominik Moser, wie man ja auch bei den Dreijährigen am Donnerstag gesehen hat, die Pferde beim zweiten Start noch besser präsentiert. Majestic Cold hat riesen Speed gezeigt. Ich glaube, am Ende wird es zwischen Namos und Majestic Cold entschieden. Bei Wetten, das hatte ich beim letzten Mal Majestic Cold gespielt. Ich glaube, man soll ja auf Siegern bleiben, die man mal gewettet hat. Mein Gefühl sagt aber eher, die 5 Namos gewinnt. Ich kann das aber nur von meinem Gefühl her sagen. Baden-Baden-Spezialist, schlechtes Rennen beim letzten Mal. Beide Pferde ganz mit Samthandschuhen geritten worden. Schwer. Also echt schwer. Okay, ich muss mich festlegen. Ich nehme die 5 Namos. Okay. Guido, was sagt Big Boots? Ja gut, ich sag mal, im eigenen Rennen hat man immer ein bisschen die rosa-rote Brille auf, ist klar. Also ich wäre vorab zufrieden, wenn ich da eine Platzierung holen kann. Das Laufen in Hannover kann man streichen, Lars. Guck dir das Rennen nochmal an. Der ist Ende gegenüber, ist der in ein Loch getreten, ja, und hat, der wäre fast reiterlos geworden, hat der Marco Casamento gesagt. Also hat er völlig die Aktion verloren. Da weißt du selber, bei einem Sprint ist das Rennen dann erledigt, ja. Jetzt haben wir Startbox 1, haben die Rails. Es ist ein sehr schnelles Pferd. Natürlich hat er vielleicht nicht ganz 100% die Gruppeklasse, aber ich sehe es wie du. Das zu schlagende Pferd ist Namos, ganz klar. Ja, die Moser-Pferde, die haben sich alle schon beim zweiten Start ziemlich verbessert. Ja, die sind oft ein bisschen rund am Anfang in der Saison, ähnlich wie die Hickst-Pferde. Von daher ist Namos für mich das zu schlagende Pferd, wird diesmal vor Majestic Cold sein. Als Außenseiter sehe ich da noch, falls es regnen sollte, was mein Pferd übrigens nicht kann, weichen Boden. Ja, also da soll es ja irgendwie den ganzen Samstag regnen, von der Vorhersage. Da haben wir noch einen ganz interessanten Außenseiter, das ist Coco City, die Nummer 2 von der Helga Sauer. Das ist ein Verkaufsrennen gekauft worden, das Pferd, und das ist ein Bodenspezialist. Ja. Von der Helga. Sollte man nicht, genau, der wird sehr lang stehen, schätze ich mal so um die 200 rum. Den sollte man, falls schwerer Boden oder weicher Boden, falls er nicht Platzregen ist, den sollte man nicht weglassen. Ja? Den sollte man auf jeden Fall in die Kombi mit reinnehmen. Ja? Alles klar. Okay, eine Frage mit 5 Euro für die Shobi-Kasse. Big Boots ist kein Schreibfehler, oder? Nein, es ist kein Schreibfehler. Dass das Pferd bei dir anders heißen würde, ist mir schon klar. Ja? Ist aber ein Hengst, oder? Ist ein Hengst. Naja, es ist noch ein Hengst. Das ist bei mir geht dran, ja. Normalerweise gibt es bei mir direkt so, aber der ist ganz brav, ja. Solange einer so brav ist dann und gut läuft, dann lasse ich das Messer immer noch stecken, ja. Okay, also kein Schreibfehler. Gut, ihr habt die Pferde genannt, die ich auch auf der Liste habe. Mein Siegtipp hauptsächlich geht mit Majestic Cold. Ihr habt ja schon erwähnt. Ich nehme das Wort von Lars Wilhelm auf, ich bleibe bei Siegern. Und ein als Überraschungspferd dazu, auch mit einer hohen Quote. Ich halte ja Jasmin die Treue. McQueen, der ist in den letzten beiden Rennen Austragung dieses Rennens jeweils Dritter geworden. Nicht ganz schlecht. Und vielleicht das Pferd für die Außenwette, für die Außenwette. Ich bin auch bei der Saalwette. Für den Außenseiter-Tipp oder für eine Platzwette zum Beimischen. Da könnte es ein paar Euro geben. Wir haben 13 Starter, also sind die Platzquoten da ordentlich. Zum nächsten Grupperennen. Das ist das Rennen Nummer 8.
Die 42. Pferdewetten.de, Badener Meile, Gruppe 2. Tja, Guido, nicht leicht zu lesen. Nicht leicht zu lesen, aber eigentlich doch leicht zu lesen, würde ich sagen, weil von der Klasse her haben wir natürlich die beiden Stuten. Das ist die 10, die Nika, die eigentlich immer ordentlich läuft vom Dr. Bolte, ja. Und dann haben wir die 8 Axana, die nach überlanger Pause, ich glaube, hatte wahrscheinlich eine Chip-OP oder so, habe ich irgendwie gehört, schon sehr gut gelaufen ist. Die ist so ein bisschen mit Samthandschuhen geritten worden. Da wirst du mir beipflichten beim Listenrennen, beim Saisondebüt. Und da war sie Zweiter, aber wirklich nicht ausgequetscht. Und die wird wahrscheinlich heiße Favoritin werden. Ich gehe aber mit einem anderen Pferd in dem Rennen. Ich gehe nämlich mit einem Flugzeug, mit der 1 Aviateur. Ja? Die steht bei Jean-Pierre Cavallo. Das Pferd, der ist, der hat vom GAG her hat der wahrscheinlich keine Chance, wird der ein oder andere sagen. Aber der hat in Frankreich immer gute Gegner gesehen. Ja? Und dann hat er jetzt debütiert nach einer langen Verletzungspause in einem Altersgewichtsrennen gegen Degas unter anderem. Und ja, hat da quasi einen Arbeitsgalopp absolviert vom letzten Platz. Und das sah schon nach Gruppepferd aus. Und von daher gibt es ein bisschen mehr Geld auf Aviateur. Und von daher gehe ich mit Aviateur. Okay. Ja, ich hab mir das Rennen aus Hannover von Axana auch nochmal angeguckt gerade. In der Tat wird sie mit Samthandschuhen geritten. Als sie das erste Mal ansetzt, kommt sie auch nicht gleich ganz frei. Muss nochmal aufgenommen werden dort und wird dann mit Samthandschuhen geritten im Endkampf. Ich denke, Axana wird noch einen Sprung machen. Sie ist ja seit Juli nicht gelaufen gewesen. Das war schon sehr gut. Wir sollten Wonnemond nicht ganz außer Acht lassen. Das ist zwar mittlerweile ein 7-Jähriger, aber der hat Grupperennen gewonnen. Der hat auch in Baden in diesem Rennen schon gute Platzierungen gehabt. Aviateur sah schon sehr, sehr gut aus in Köln. Es war ein Altersgewichtsrennen. Degas hatte gewichtsmäßig da einen Nachteil, aber der hätte auch 10 Kilo Nachteil haben können in dem Rennen, nach meinem Auge. Das hätte immer Aviateur gewonnen. Der kenterte dahinter. Da kann man nicht genau sagen, was das wert ist. Ich denke, das Rennen geht, da bin ich bei dir, zwischen Axana und Aviateur. Ich nehme die Stute, ich nehme Team Wähler. Ich nehme Andreas Wöhler, auch wenn es heute mit dem Derby-Pferd nicht geklappt hat. Ich versuche es mit Axana. Ich schließe mich Lars Wilhelm hier an. Axana geht bei mir mit 40 Euro in die Wette rein. Das Pferd steht meiner Meinung nach deutlich über dem Rest. Und das kam eben auch schon. Ein Pferd, das keine schlechten Formen kennt. Auch auf der Bahn in Baden-Baden einmal gestartet ist. Und zweite wurde ist Nika. Also ich halte sie mit den Mädels. Mit Adri de Vries im Sattel kann er auch nicht viel, der kann nicht viel falsch machen. Da gehen auch 10 Euro mit. Und somit die 8 und die 10 von mir. Das heißt, wir haben im Grunde hier 3 Pferde genannt, die hauptsächlich so die Wetten von uns sammeln werden. Die 1, allerdings die 8 und die 10. Beide Favoriten in dem Rennen, die 1, Aviateur und Axana, zweiter Start nach der Pause. Ich habe bei der Stute keine Bedenken. Eine Chip-OP, wenn es denn eine war, ich weiß es nicht genau, ist ja gar kein Problem. Macht ja den Pferden nicht wirklich was aus, war ja dann keine Schmerzverletzung, sondern eine Sicherheitsmaßnahme wahrscheinlich. Ich glaube, wird hier nicht so sein, als wenn man jetzt einen Sehnenschaden hatte oder solche Verletzungen. Die machen bei den Pferden beim zweiten Start natürlich schneller was, weil die Muskulatur dann, wie bei Sportlern, die sozusagen da trainiert haben, beim dann eben doch noch diesen Muskelkater von dem harten Rennen im Kauf und die Schmerzen von vorher. Ich glaube, dass das kein Problem ist für die Shooter. Aber ja, du hast recht, bei der Start nach Pause muss man immer gucken. Meine 20 Euro gehen morgen auf ein Pferd von Peter Schürgen, das wir aus meiner Sicht noch im blauen Band sehen werden. Das ist im 6. Rennen die Nummer 1 Nippon. Ich habe dort mir nochmal den Bruder angeguckt, der war beim Debüt auch Zweiter. Das ist der gute Nutan, den kennen wir alle, der hat das Deutsche Derby gewonnen. Und Nippon hat in dem Rennen gegen DiCaprio verloren, wie alle wissen, dass DiCaprio am Stall von Henk Rewe ein Pferd mit absoluten Ambitionen ist. Der Endkampf war sehr knapp zwischen beiden Pferden. Ich glaube, Peter Schürgen war mit Nippon innen schon halb zu Hause, als der Andrasch noch vorbeistürmte mit DiCaprio. Ich glaube, morgen gibt es für Nippon kein Verlieren, auch wenn ich höre, dass Markus Klug Kasper, die Nummer 7 im 6. Rennen, noch nicht abgeschrieben hat für das blaue Band. Aber ich glaube, morgen wird Peter Schürgen
Nippon auf dem Weg Richtung Nutan bringen, der danach dann auch in der Union lief und das Derby gewonnen hat. Also der Bruder war auch Zweiter beim Debüt, hat danach am 10. Mai gewonnen. Das Derby ist jetzt ein bisschen später. Deshalb kann das noch funktionieren, dass Nippon Richtung Blaues Band hier aufmarschiert. Dafür muss er morgen gewinnen. Ich glaube dran, meine 20 Euro gehen auf Peter Schürgens Nippon. Alles klar. Haben wir notiert hier, Lars Wilhelm? Die sehen wir also morgen Abend dann in das Schweinchen wandern. Nein. Also ist bei dir. Genau. Guido, willst du anfangen? Also Lars, nee, ich mache weiter, weil der Lars diesmal mir das Pferd weggenommen hat. Ja. Also zu diesem Nippon wollte ich auch noch was sagen. Also der war mit Sicherheit noch nicht auf 100 beim Start in Köln und der kam riesig auf. Also ich glaube, da gibt es kein Verlieren. Also da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, dass der auch nicht uninteressant ist im Derby. Ja. Ich gehe ins zweite Rennen. Da habe ich auch ein Pferd gesehen beim ersten Start. Das war ganz knapp geschlagen. Das ist Isaiah von Dominik Moser. Die 1. Ja. Ja, zu dem Pferd braucht man nicht viel sagen. Das Pferd kam angeflogen wie ein Flugzeug. Da gibt es diesmal kein Verlieren. Achtung, Rennstall Darboven, nicht vergessen in diesem Rennen. Ich sage euch voraus, ihr werdet eine gute Stute sehen. Die Sepol-Stute Leopoldina, das ist ja die Beraterin der Kanzlerin, die Leopoldina, das wissen wir ja alle, das haben wir ja alle in der Corona-Krise gelernt. Und plötzlich waren die dann doch nicht mehr die Berater und der Laschet war aufs falsche Pferd gesetzt. Aber das kann passieren. Leopoldina als Debütantin morgen nicht vergessen. Zweite Rennen, die 6. Also wenn man Isaiah wetten will, nicht alles drauf. Eine kleine Abdeckwette auf Leopoldina empfehle ich. Das Pferd, dem gehen auch sehr, sehr gute, ein sehr, sehr guter Ruf voraus. Und wir sollten die hier nicht ganz vergessen und den Leuten bei Wetten das sagen. Leopoldina oder Isaiah in diesem zweiten Rennen in Baden-Baden. Aber du weißt, Lars, Rennerfahrung. Klar. Nein, ich will ja nur sagen, das ist eben ein Pferd, was beim Debüt gut laufen wird und vielleicht Isaiah mal gefährlich werden kann. Gut, also, damit wir nicht immer nur in 6-Pferderennen was aussuchen, habe ich mal wieder eins genommen, wo 15 Pferde laufen. Wenn, dann soll das ja auch eine richtige Ansage sein. Keine Sparbuchwette. Ich gehe im 12. Rennen bei 50 Startern auf eine Quote von 6:1, sagt die Sportwelt, nämlich auf Indian Soldier, ein Pferd, das kürzlich hier in München, vor einer Woche in München, gewonnen hat, den ersten Sieg geholt hat und jetzt mit einem, ja, ich glaube, ganz vernünftigen GAG, also eine Handicap-Einschätzung für die Neulinge. Ihr kennt das vielleicht vom Golfspielen, kriegt also ein Handicap, nachdem sie die Platzreife jetzt gemacht hat, von 60 Kilogramm und wird von Tommaso Scardino, einem Mann, der für Marco Klein reitet, die haben gerade Überform, geritten in Baden-Baden und ein Rennen 2200 Meter, das müsste von der Distanz passen. Er ist am oberen Ende der Gewichtsskala, aber das weiß das Pferd ja nicht. Und Indian Soldier Nummer 3, 12. Rennen, wird gewinnen. Und diese 20 Euro werden nicht in dieses Schweinerl wandern. Ich möchte sagen, lieber Christian, ich kann nicht gegen dieses Pferd sprechen, denn der Bruder Indian Eagle hat für mich das Hamburger Auktionsrennen gewonnen und ist ein Pferd, was auf jeden Fall auf weicher Bahn hier laufen kann. Es ist Schlenderhahner Zucht, es ist Soldier Hollow aus einer Monsun-Mutter. Viel besser kann man nicht gezogen sein. Das Pferd hat in München weiche Bahn gehabt, vielleicht hat es morgen wieder weiche Bahn, aber ich warne vor der Nummer 1 von Night Dance Man von Andreas Sugoritsch. Der Trainer ist in absoluter Topform. Die harte Sandbahn in Köln hat ihm in diesem Winter geholfen, dass seine Pferde besser aus der Pause gekommen sind als letztes Jahr. Sie haben alle richtig Kondition. Guido weiß, wie ich das meine. Und der Subi weiß es auch. Und davon profitiert er momentan. Und dieses Pferd ist noch lange nicht am Ende angekommen. Night Dance Man wird sich steigern und wird morgen Indian Soldier stellen. Und dann wird man schauen, wer besser ist. Ich schaue auf die Uhr, bei Guido Schells auch schon. Glauben Sie es bei Guido? Der Pizzabote kommt. Guido, lass die Pizza rein. Und wir haben einen Gast. Wie immer haben wir einen Gast, auch heute. Und wir begrüßen diesmal wieder einen Herrn. Aktuell steht es, glaube ich, unentschieden, Mädels gegen Jungs. Heute ist mal wieder ein Mann an der Reihe. Dieser Mann ist neu im deutschen Galopprennsport. Da wird er schon zugeschaltet. Er war bislang in einer anderen Sportart unterwegs. Da ging es körperlos zu, zumindest offiziell, so das Regelwerk. Wer so ein Spiel schon mal gesehen hat, weiß, dass es alles
andere als körperlos. Ja. Da geht es auch schon mal richtig auf die 12, aber dann wird abgepfiffen. Wir begrüßen bei uns neu im Studio und neu im deutschen Rennsport seit einem guten Jahr Jan Pommer. Herzlich willkommen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre. Lieber Jan, deine Jobdescription: Du bist Geschäftsführer der DVR Wettbetriebs GmbH. Ist das richtig? Nein, der Wirtschaftsdienste. Ist das korrekt? Ja, beides. Und inzwischen darf das auch alles Deutscher Galopp heißen. Und dann darf ich mich im Moment auch kommissarisch um die Geschäftsführung des Gesamtverbandes kümmern. Also ich bin eigentlich ganz gut beschäftigt. Du kriegst aber nur ein Gehalt oder drei Gehälter? Ja, das, also ich kriege nicht mal das Ganze, weil ich natürlich heroisch, wie die Kollegen auch, die Kurzarbeit machen, auf einen Teil meines Gehalts verzichtet habe. Und insofern, aber ich bin da nicht zu bedauern. Also das ist, Sache, ist alles in Ordnung, keine Beschwerde zu führen. Zumal er ja mit Wetten aufbessern kann. Er kann ja mit Wetten aufbessern. Bitte? Lass Wille, mach du. Er kann ja mit Wetten aufbessern. Das ist ja alles kein Problem. Ja, ja, ich glaube, da fehlt mir noch so ein bisschen die Erfahrung. Aber Du musst die Sendung gucken. Dann geht einiges. Ja, genau. Also ich fangen wir doch damit an. Ja, ich habe die Sendung natürlich schon mal geguckt und das hat mich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, ehrlich gesagt. Ich habe mich daran erinnert, dass ich vor 10 Jahren mal zu späterer Stunde mit einer professionellen Band in Tel Aviv singen musste. Und zwar programmatischerweise von den Beatles Let It Be. Und wenn man, ich habe natürlich eine total schöne Stimme, aber ich kann wirklich überhaupt nicht singen. Und also so ein bisschen habe ich mir das hier so vorgestellt und für euch super Pros mit Jahrzehnten Erfahrung, aber ich stehe das jetzt irgendwie durch. Ne? Das, okay. Klappt. Das klappt. Dann lass mal deinen Tipp vom Stapel. Was müssen wir morgen auf den Wettschein nehmen, lieber Jan? Welches Rennen hast du dir rausgesucht? Es ist, glaube ich, ein Oma-Blatt, das ich da spiele. Ich habe mir die Badener Meile angeschaut und habe mich für Axana entschieden. Nicht nur, weil ich gelesen habe, dass sie ja schon zweimal gewonnen hat und der Jockey sehr erfolgreich ist im Moment, sie auch gut kennt, sondern deshalb, weil Trainer Wöhler gesagt hat, sie würde nicht gerne verlieren. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, das ist was, so müsste es eigentlich laufen, das Pferd, das schafft's. Okay. Guido, muss ich meinen Tipp jetzt zurückziehen auf Axana oder soll ich noch dabei bleiben? Nein, da ist alles kein Problem. Aber du kannst ruhig nachher noch einen raushauen. Gar kein Problem. Ja, die Stute, die war in Hannover schon gut dabei und ich glaube, es ist ein guter Tipp. Also ich habe das Pferd auch gewählt und deswegen überlege ich gerade, ob ich dabei bleiben muss. Aber ich glaube, ja, das wollen wir mal so machen. Wir sind auf einem Pferd morgen, auf Axana. Der Jan ist ja sicherlich kein Seuchenteufel hier, sondern eher ein Glücksbote. Jan, wie kommt man vom Basketball zum Galopprennsport? Was ist da an Ähnlichkeiten und was ist ein Unterschied? Ja, also erstmal gab es ja noch Umwege. Ich war dann zwischendurch beim Deutschen Olympischen Sportbund und habe mich da um die Vermarktung gekümmert. Und dann war ich noch im E-Sport. Das ist auch eine spannende Sache. Also professionelles Daddeln, wenn man so möchte. Fand aber Pferderennen schon seit Jahrzehnten gut. Ich war mal beruflich in Kapstadt und da war ich dann öfter auf der Rennbahn und fand die Atmosphäre super. Hab dann aber immer so ein bisschen so spielerisch gewettet. So auch so nach dem Motto, der Jockey, der macht irgendwie einen guten Eindruck oder das Pferd irgendwie wirkt frisch, also wirklich sehr, sehr, sehr laienhaft. Und dann ist es mir so gegangen, wie wahrscheinlich den meisten. Ich hatte tierisch Spaß, aber mal habe ich gewonnen, mal habe ich verloren. Und als der Michael Vesper mich dann ansprach und gesagt hat, Mensch, ich bin ja jetzt Präsident dieses Verbandes, habe ich mir das genauer angeschaut. Und ich glaube, da gibt schon eine Parallele zum Basketball. Da gibt es nämlich noch ungehobenes Potenzial. Da haben wir jetzt ja auch rausgefunden, über 7 Millionen Menschen finden Galopprennen gut. Ne? Und die erreichen wir aber noch lange nicht. Also das heißt, der Sport kann mehr. Und da will ich gerne einen Beitrag zu leisten. Haben wir jetzt schon mit angefangen. Ne? Marke, Kommunikation, die Bilder sehen besser aus. Und also da ist aber noch viel zu tun. Und das finde ich eine spannende Aufgabe. Das habe ich 10 Jahre beim Basketball auch gemacht. Und wenn es nach mir ginge, mache ich das jetzt mal mindestens 10 Jahre beim Deutschen Galopp. Das ist mal eine Ansage. Beim Galopp sind Steherqualitäten wertvoll, gerade in der deutschen Zucht. Ja, wir genau, züchten ja auch hauptsächlich dafür, für Stamina und Steherrennen. Und ja. Ich denke, Deutscher Galopp befindet sich momentan gerade in einer Situation, wo vorne einer ziemlich weit vorweg rennt und wir müssen alle ziemlich dolle hinterher rennen. Ja. Also ich merke aber, dass ganz viele Stakeholder ansprechbar sind und motivierbar sind und dass wir tatsächlich immer mehr dazu kommen, dass wir an einem Strang ziehen und jetzt seit neuestem auch meistens in dieselbe Richtung.
Ja, den Eindruck hatten wir auch mit unserer Aktion, dass da auch mal Potenziale zu locken, zu heben waren, einmal im Umsatz und zum anderen aber auch im Thema, sagen wir mal, Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsgefüge. Das hatten wir so in dieser Form vorher nicht erwartet und da von unserer Seite auch nochmal danke für euren Support und eure Preise, da kommen ja noch ein paar dazu. Ihr habt schon einen schönen Preis ausgelobt, nämlich die Goldcard, dieses lebenslange Eintrittsrecht auf deutschen Rennbahnen, ohne bezahlen zu müssen. Und da hast du ja schon ein schönes Video vorab gesagt, dass damit haben wir den Gabentisch eröffnet vor circa einer Woche. Es kommt immer was dazu. Und ihr habt ja auch noch weitere Sachen. Ah, da kommt es gerade ins Bild. Ihr habt ja auch noch weitere Sachen in petto, Jan. Ich weiß nicht, ob du da noch was verraten kannst oder sollen wir das demnächst... Ja, ich glaube, das wären noch schöne Überraschungen werden. Also ich finde diese Goldkarte finde ich schon irre. Das ist ja, habe ich auch im Video gesagt, wirklich auch lebensverlängernd und gesundheitsfördernd, so eine Karte, weil man dann natürlich bis weit über 90 die dann bitte ausnutzen soll. Also mir macht die Aktion viel Spaß und ich bin euch wirklich enorm dankbar, dass ihr nicht nur die Idee hattet, sondern auch dieses Beharrungsvermögen an den Tag legt, das nun seit Wochen quasi neben hauptberuflich zu unternehmen, diesen, auch wenn das Spaß macht, das merkt man euch ja an und den anderen macht es auch Spaß, ist das natürlich auch viel, viel Arbeit, die keiner so richtig sieht, glaube ich, da draußen. Und das finde ich also wirklich aller Ehren wert. Und ich habe auch schon mal gesagt, also wahre Freunde erkennt man in der Not, hat mal ein kluger Mann, glaube ich, vor 2000 Jahren gesagt. Und da, zu denen gehört ja alle drei an erster Front. Okay. Dankeschön. Danke, danke. Das Problem ist nur, das kostet alles auch noch viel Geld. Das ist das Problem. Ja. Viel Arbeit und teuer. Meiner geht doch. Teuer. Meiner ist leer. Ja. Ich weiß, aber es ist ja für einen guten Zweck. Am Montag haben wir erst Halbzeit. Es ist ein Marathon, wie der deutsche Galopp. Ja, das stimmt schon. Eindeutig. Jan, du hast noch am Ende einen Wunsch frei. Wo siehst du den deutschen Galopp in, sagen wir mal, du wolltest unser Leben lang noch machen, sagen wir in 3 Jahren. Und was können wir dazu beitragen? Und wir heißt nicht nur der Guido, der Lars Willem und ich, sondern wir alle, die das Ganze sehen. Also ganz stark wieder in den Medien. Ich glaube, wir haben nicht so sehr das Problem, dass zu wenig Leute auf die Rennbahn kommen, sondern dass wir in den Medien zu wenig stattfinden. Und daran arbeiten wir jetzt. Ich finde, wenn wir da regelmäßig in den großen Formaten auf den großen Sendern wieder stattfinden, dann wäre eine Menge geleistet. Wir fangen ja jetzt durch die besseren Bilder, aber natürlich auch ein wenig durch diese die finstere Corona-Flaute jetzt auch wieder in der Sportschau statt. Wir werden, wenn das alles so gut läuft, morgen Abend in der ZDF-Sportreportage im Sportstudio sein. Also das sind alles erste Lichtblicke und wenn wir das nun dauerhaft hell kriegen, dieses Licht, dann ist viel gewonnen, dann können wir darauf aufbauen. Ja, das finde ich auch. Das ist auch ganz große Klasse, dass wir den Weg zurück ins Fernsehen finden. Es war einer der großen Fehler vor 20 Jahren, die Telewette nicht mehr fortzusetzen und sich aus dem Fernsehen zu verabschieden, neben dem Verkauf der Wettfirma, die man da verkauft hat. Ich denke, dass wir da hier gemeinsam alle daran arbeiten sollten, dass es eindeutig weiter möglich ist, im Fernsehen aufzutauchen. Die Bilder sind viel, viel besser als im letzten Jahr. Jan hat das übernommen, als wir uns das erste Mal getroffen haben, in einem persischen Café auf der Aachener Straße, habe ich gesagt. Richtig? In diesem Sport kann man leicht positive Lorbeeren gewinnen, wenn man uns vom Fernsehen der 50er Jahre befreit. Und das hat der Jan aufgenommen. Ich war nicht der Einzige, der das gesagt hat. Und das Ganze kostet natürlich auch Geld und kostet ein bisschen mehr Geld als letztes Jahr. Aber ich denke, das Geld ist super angelegt. Ja, das freut mich zu hören. Vielleicht, Jan, vielleicht kannst du noch was sagen zur Auslandsvermarktung, weil wir sind ja uns jetzt einig, wir haben jetzt super Bilder, seit 20 Jahren erstmalig. Vielleicht der eine oder andere hat schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen, dass man vielleicht, wenn man ein gutes Produkt haben will, erstmal gute Bilder machen sollte. Jetzt haben wir sie und da sind wir sicherlich international wettbewerbsfähig, dass auch das ein oder andere Land mit Freude in den deutschen Toto betten kann. Was kannst du da sagen? Man hört schon so, man hat die ersten Umsätze kommen, 30.000 hier, 40.000 da. Kann man da demnächst 6-stellige Zahlen erwarten? Wage ich keine Prognose, aber ich weiß, dass der Rico Lücking, der sich darum federführend kümmert, wirklich neue Freunde hat in den USA, in der Türkei, in Südafrika, in Märkten, von denen wir vorher noch nicht so viel, in denen wir noch nicht so viel Relevanz hatten. Also da merkt man schon, dass man auf uns aufmerksam wird. Wir bekommen eben auch für die Bilder gutes Feedback und viele Nationen müssen ja im Moment pausieren. Das tut uns leid, aber da machen wir natürlich das Beste daraus. Also ich glaube, das werden wir stabil deutlich höher bekommen, als es in der Vergangenheit war.
Ich meine, wenn man bedenkt, dass wir heute in Dresden wieder 54.990 Euro aus Amerika auf Rennen in Dresden hatten, dann ist das ausbaufähig. Aber manchmal hatten wir in der Vorwette in vielen Renntagen des letzten Jahres insgesamt nur 50.000 Euro Umsatz von außen. Und ich denke, das ist ein guter Weg. Ich glaube, dass wir da auch noch mehr Fokus drauf legen sollten als Deutscher Galopp. Denn es gibt noch Länder wie Griechenland, Zypern, wettaffine Nationen, die Türkei, wo wir mit diesem Bild antreten können. Und das sollten wir tun, weil auch da Nebenerlöse für uns zu erzielen sind. Und ja, das Heben dieser Erlöse, denke ich, da sollte der Fokus die nächsten Wochen drauf liegen. Da hat der Guido aus meiner Sicht einen sehr guten Hinweis gegeben. Ja, d'accord. Es sind nicht nur die Erlöse, sie stabilisieren ja auch genau wie unsere Aktion den Totalisator. Das heißt, wenn größere Beträge drin sind, dann tun unsere Beträge oder wer auch immer wettet nicht weh. Die Quote wird nicht groß tangiert. Das heißt, die Quoten sind stabil. Deshalb sind uns die ausländischen Umsätze, auch wenn sie eine geringere Marge haben, höchst willkommen, weil sie allen miteinander helfen. Und letztlich hinten raus, allen miteinander heißt immer den deutschen Rennsport. In dem Sinne, ich schaue auf die Uhr. Ganz kurz noch, morgen früh, 8.05 Uhr, der zweite aus dem 150. Idee Deutschen Derby. Django Freeman in Flemington, in der Höhle des Löwen, in Melbourne, wird um 8.05 Uhr in einem 1600 Meter Handicap an den Ablauf kommen. Wecker stellen für 7.55 Uhr und den Campanologist Sohn, der dafür australische Interessen und für einen kleinen Share von mir an den Ablauf kommt. 12,5% des Hengstes gehören mir noch. Wetten oder nicht wetten, Favorit. Lars? Wetten oder nicht wetten? Das ist hier die Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen kurz, 1600 Meter. Es ist ein Handicap. Es ist nach 10 Monaten Pause das erste Rennen. Es gab eine kleine OP, wie ihr alle wisst, eine kleine Chip-OP. Wir haben darüber gesprochen. Axana, das Pferd wird morgen nicht ausgepresst. Der Boden ist schwer oder weich. Es hat sehr dolle geregnet in Melbourne. Ich weiß es nicht genau. Er ist zweiter Favorit. Nach Klasse gewinnt er das Rennen. Ich weiß aber nicht, ob er schon bei 100% ist. Die Arbeitsleistung habe ich nur im Video gesehen. Da erschien es mir so, dass er sich gut fühlt, aber dass noch ein kleiner Tuck fehlt und das Rennen ihn morgen weiterbringt. Aber ich drücke natürlich die Daumen. Meine australischen Freunde müssen das da morgen früh managen in Flemington. Aber der Wecker ist gestellt. Alles drauf auf Django Freeman und auf geht's. Deutscher Galopp. Sehr schön. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen Abend wieder. Wieder mit Überraschungsgast und schauen wir mal. Also, ran weiblich, 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 weiblich. Ja, oder männlich. Oder divers, wer weiß. In dem Sinne, ciao, ciao. Vielen Dank, Familie. Ciao. Also, ich wäre für divers. Dann, danke dir. Servus.